Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 83. Der Kindergarten. Bevor die Episode anfängt, möchte ich dich noch einmal darüber informieren, dass du alle Transkripte zu allen Podcast-Episoden auf meiner Patreon-Seite finden kannst. Den Link zu meiner Patreon-Seite findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Episode. Der Kindergarten in Deutschland ist ein besonderer Ort, wo Kinder spielen, lernen und wachsen können. Hier gibt es viele Dinge, die den deutschen Kindergarten auszeichnen. Im deutschen Kindergarten steht die Rundumentwicklung der Kinder im Mittelpunkt. Das bedeutet, dass die Erzieherinnen und Erzieher darauf achten, dass die Kinder nicht nur Wissen lernen, sondern sich auch körperlich, sozial und emotional gut entwickeln. Kindergärten in Deutschland legen großen Wert auf kreative Aktivitäten wie Malen, Basteln, Singen und Tanzen. Diese Aktivitäten fördern die künstlerische Entwicklung der Kinder und ermöglichen es ihnen, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken. Eine wichtige Sache im deutschen Kindergarten ist, dass die Erzieherinnen und Erzieher gut ausgebildet sind. Sie haben spezielle Schulungen gemacht, um die Bedürfnisse der Kinder zu verstehen und gut mit ihnen umgehen zu können. Die Erzieherinnen und Erzieher spielen eine wichtige Rolle dabei, die Umgebung so zu gestalten, dass die Kinder gut lernen können. Sie bleiben auch immer auf dem neuesten Stand, um immer besser für die Kinder da sein zu können. Im Kindergarten gibt es Gruppen, in denen die Kinder zusammen sind.
Jede Gruppe hat eine Erzieherin oder einen Erzieher, die sich besonders um sie kümmern. Das ist wichtig, damit die Kinder eine persönliche Beziehung zu ihrer Betreuungsperson aufbauen können. Gleichzeitig lernen die Kinder mit anderen Kindern umzugehen und Freundschaften zu schließen. Im deutschen Kindergarten ist es auch wichtig, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben. Das bedeutet, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen, also Kinder, die vielleicht etwas anders sind, genauso willkommen sind wie alle anderen Kinder. Alle Kinder sollen zusammen spielen und voneinander lernen können. Das hilft den Kindern, Vielfalt zu verstehen und zu akzeptieren. Der Kindergarten als pädagogische Einrichtung für die frühkindliche Bildung und Betreuung hat seine Ursprünge im 19. Jahrhundert. Der erste Kindergarten wurde von Friedrich Fröbel gegründet, einem deutschen Pädagogen, der als Begründer des modernen Kindergartens gilt. Fröbel eröffnete den ersten Kindergarten im Jahr 1840 in Bad Blankenburg, einer kleinen Stadt im Zentrum von Deutschland. Fröbels Konzept des Kindergartens basierte auf der Idee, dass Kinder in einer spielerischen Umgebung lernen und sich entwickeln sollten. Sein pädagogischer Ansatz betonte die Bedeutung von Spielen, Singen, Basteln und naturnahen Aktivitäten für die ganzheitliche Entwicklung von Kindern. Die Verbreitung und Anerkennung von Kindergärten in Deutschland nahmen im Laufe der Jahre zu. Kindergärten wurden zunehmend als wichtige Einrichtungen für die frühe Bildung und Betreuung von Kindern anerkannt. Im
20. Jahrhundert wurden die Strukturen und Standards für Kindergärten weiterentwickelt. Und sie wurden zu fest etablierten Einrichtungen im deutschen Bildungssystem. Heutzutage spielen Kindergärten eine zentrale Rolle in der Vorbereitung von Kindern auf die Schulzeit. Normalerweise starten Kinder im Kindergarten im Alter von 3 oder 4 Jahren und bleiben dort für etwa 3 Jahre, bevor sie in die Grundschule wechseln. Das ist in Deutschland aber von Region zu Region auch unterschiedlich. In der Regel bieten Kindergärten flexible Zeiten an, um den unterschiedlichen Arbeitszeiten der Eltern gerecht zu werden. Die Kernbetreuungszeit liegt oft zwischen etwa 8 Uhr und 16 Uhr. Manche Kinder bleiben länger, manche werden schon früher von ihren Eltern abgeholt. Die Räume im deutschen Kindergarten sind so gestaltet, dass sie sicher und anregend für die Kinder sind. Es gibt Platz zum Spielen, zum Basteln und zum Ausruhen. Alles ist darauf ausgerichtet, dass sich die Kinder wohlfühlen und gerne in den Kindergarten kommen. Übrigens, wusstest du, dass das Wort Kindergarten in viele Sprachen übernommen wurde? Wie heißt Kindergarten in deiner Sprache? Schreibe es in die Kommentare. Neue Vokabeln. Bevor die Vokabeln kommen, noch einmal für dich die Information. Du kannst ab sofort Mitglied auf meinem YouTube-Kanal werden und meine Arbeit unterstützen. Für Mitglieder des Podcast VIP Member Clubs gibt es jeden Monat eine exklusive Episode. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder Amei Pimplika. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt die Vokabeln. Erzieher, Erzieherin, Childcare Worker. Sich entwickeln, to develop. Wert legen auf,
attach importance to. Basteln, crafting. Ausdrücken, express. Bedürfnisse, needs. Auf dem neuesten Stand sein, to be up to date. Umgebung, environment, surroundings. Betonen, emphasize. Im Laufe der Jahre, over the years. Anregend, stimulating. Na, hast du alles verstanden? Wenn nicht, vielleicht helfen dir meine Transkripte. Du kannst sie auf meiner Patreon-Seite finden. Außerdem kannst du jetzt Mitglied hier auf meinem YouTube-Channel werden und tolle Vorteile genießen. Werde Teil der Learn German with Falk Community. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening, as always. I hope you also enjoyed this episode. If so, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe my channel, and leave me a comment down below. See you in the next episode. Tschüss und bis bald.